Sogar Mikro geht alles. So, meins geht auch. Das ist der. Ja, ja. So, einmal aussteuern. Da muss ich ja leise reden. Kann ich ja sonst. Kann ich eigentlich gar nicht. Ne? Nee. Bla bla. Ne, ich wollte mal was wie Politikergelaber. Bla bla. Ja, ne. Ja. Ich hörte davon. Das heißt, dieses, die trainieren das ja richtig, ja? Zu so einem richtigen Moment bla bla zu sagen. Und ja, da gibt es Schulen für, habe ich gehört, ja. Und dann weiß derjenige, der zuhört, was da jetzt gemeint ist. Ne? Ja, ja. Lass mal ein bisschen Hintergrundmusik laufen. Du bist da. Ja. Und es gibt einen Grund und ich habe den gerade in der Hand gehabt. Ich bin jetzt wieder mal ganz durcheinander. Das liegt jetzt nicht nur an meinen Tabletten wegen meinem, Bandscheibenvorfall. Es ist immer wieder schön, etwas in der Hand zu haben, wo man dabei ist. Und wenn das dann auch noch CD und Vinyl ist, ist es noch besser. Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen fürs Vinyl habe ich es eigentlich gemacht, zumindest was das aufwendige Artwork angeht, weil die Musik war ja vorher da, die Entscheidung, also obwohl nur eine Platte drin ist, trotzdem ein Gatefold-Cover zu machen. Ja, das gab's öfters, aber heute macht man das ja nicht mehr so. Ja, normal macht man es, wenn man zwei Platten hat, ne? Ja. Aber ich sag mal, das Motiv, was da drauf ist, der geneigte Radiohörer kann es ja eh nicht sehen, aber wir stellen das ja später in die Mediathek und nehmen das hier gerade auf und dann könnt ihr es euch nochmal angucken. Du weißt ja, ich arbeite auch am Köln-Bonner Flughafen und das ist ja im Moment so ein spooky Place, sage ich mal, geworden, wenn man da so rumläuft. Ja. Die Geschäfte ziehen so langsam alle aus. Ach, ist das ein größeres Problem oder liegt das jetzt? Das ist ein größeres Problem, ja, ja. Dieser Laden mit dem Piano auf der Ecke ist raus, der Sir ist raus, also so ein teurer Klamottenladen, die Apotheke ist raus. Der Flughafen klar, die können sich die Mieten nicht mehr leisten, weil es sind ja keine Fluggäste da. Ja. Ne? Auf der anderen Seite verursacht es natürlich relativ viel Kosten. Also der Radiohörer sollte wissen, der Köln-Bonner Flughafen nach dem Menschen ist auf dem Artwork in der Mitte zu sehen. Ja. Quasi wieder zerfallen ist und leer steht als Ruine. Und der Gedanke ist mir dann abends am Flughafen gekommen, als ich da, also ein Bundespolizist stand da und passt auf irgendwas auf, was nicht da ist. Und eine Putzfrau rannte da rum und Wichte, ne? Das kann also sein, dass er da wegen der Corona-Krise so weit jetzt nach hinten losgeht, dass er sich nicht mehr rentiert, jetzt schon? Also im Moment rentiert er sich garantiert nicht, ne? Weil die ganze Technik muss ja trotzdem im Betrieb bleiben. Das heißt, es gibt Belegschaften, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen als Betrieb spielen. So tun, als würde da. Ja, die Förderbänder müssen immer mal wieder laufen, ne? Sonst klar, Antriebswellen, Kunststoffteile, alles Weichmacher, das muss laufen. Es muss ständig Wasser laufen. Also okay. Es gibt Leute, die haben eigentlich nur einen Job, jeden Tag einmal die Runde zu drehen, alle Klospülung zu betätigen, alle Wasserhähne mal aufzudrehen. Und wenn sie dann am Ende angekommen sind, fangen sie vorne an und drehen alles wieder ab. Weil durch stagnierendes Wasser entstehen Keime. Ne? Und Legionellen gibt es dann natürlich auch. Und das hinterher alles zu reinigen mit über 60 Grad heißem Wasser ist so exorbitant teuer, dass es besser ist, jeden Tag einen rumzuschicken. Aber so langsam gibt es ja wieder ein bisschen Flugverkehr. Ne? Aber wir als Genießer Einflugschneise wissen das natürlich zu schätzen, dass es gerade ein bisschen ruhiger geworden ist. Ich kann jetzt ne? nicht sagen, dass es ruhiger geworden ist. Nachts ist immer noch hier diese Einflugschneise. Da kommen wahrscheinlich diese ganzen Pakete. Ja gut, das sind aber dieses der Cargo-Flughafen. Ja. Das ist wieder was anderes. Das hat aber nichts mit diesem Corona-Reisewarnungs-Irrsinn zu tun, wo alle Leute sagen, okay, wir bleiben jetzt nochmal lieber zu Hause. Dadurch ist der Flugverkehr ja komplett eingeknickt. Die ersten Monate, so langsam wacht er wieder ein bisschen auf. Ne? Aber in der Kunst ist es ja immer so, man greift irgendetwas auf und hält es quasi mit so einem
Teil für später fest. Man hat ja auch etwas, wenn man da jetzt in 20 Jahren, wenn wir da nochmal drauf gucken zusammen, wenn wir zusammen im gleichen Heim zum Beispiel dann sitzen. Der eine mit Parkinson und der andere. Der mit dem Parkinson muss den Alzheimer-Patient immer wieder an sein Leben erinnern. Weißt du, was ich meine? Ja, und sagt, hier, guck mal, das haben wir mal zusammen gemacht. Und so, oh schön, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, oh, was war denn mit dem Flughafen? So aus, ja. Dann sieht er dann wirklich so aus, der Flughafen quasi. Ich hoffe es mal nicht, weil hier in der Region hängen ja doch ziemlich viele Arbeitsplätze dran, viele Schicksale. Man sieht immer nur die Fassade, aber das sind ja das ist ein fünfstelliger Tausenderbetrag, was da an Mitarbeitern arbeitet. Die ganzen Logistiker, die ganzen Caterer und so weiter. Mhm. Und das die kann Konkurrenz sich, ist nah, in Düsseldorf ist auch ein Flughafen. Der ja gut, denen geht es aber auch nicht viel besser. Wahrscheinlich, ne? Ja. Frankfurt hat zwar mehr Flugverkehr, ist aber dafür um so viel größer, dass das bisschen Flugverkehr den auch nicht am Leben hält. Weißt du, was ich meine? Ja, schon klar. Und du hattest eigentlich für beide ein kleines Gesprächsthema. Ach so, nö. Ja, gut. Das ist aber, das gehört dazu, dieser Flughafen, der da in der, wie nennt man das, Gatefold, einer Doppelvinyl quasi, die aber eine einfache Vinyl ist. Ja. So, jetzt aber die Frage, glaube ich, die sich schon viele stellen, die ich teilweise weiß oder auch nicht, wie zum Teufel kommst du dazu, einen Song zu machen auf Klingonisch? Das hängt mit einem Weihnachtsgeschenk zusammen von meiner damaligen Lebensgefährtin, der Anke. Die hat mir das 1998, diese zwei Bücher zu Weihnachten geschenkt. Klingonisch. Von Mark Okrent, sind also die offiziellen Klingonisch-Bücher. Und aus einer Laune heraus, damals hatte ich noch die Domsportshalle, saß im Büro und habe gesagt, boah, ich schreibe jetzt mal einen Text auf Klingonisch. Und habe mich durch diese Bücher auch tatsächlich durchgearbeitet. Ich musste mich heute oder jetzt in den letzten Wochen von einigen Leuten belehren lassen, meine Aussprache. Junge, das Apostroph spricht man anders und diesen Tettel, ich sage mal Tettel, aber es ist ein aztekischer Laut, kann man jetzt überstreiten, ob die Azteken wirklich so gesprochen haben. Es geht aber darum, damals gab es nur das Buch. Es gab nicht diese YouTube-Videos heute. Es gibt ja YouTube-Videos, Klingonische Sprachschule zum Beispiel, ja, von dem Klingon-Teacher, kann sich jeder angucken, der mich ja da quasi auch kritisiert hat. Hättest du das gedacht, dass zu was auf dich zukommt? Du hast mit einigem gerechnet, was diesbezüglich ist, wegen Rechte und Paramount und aber dass jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, oh mein Moment mal, da stimmt es aber grammatisch nicht. Damals hätte ich nicht damit gerechnet, weil es das alles nicht gab. Aber die Welt hat sich ja nun mal verändert. Ja. Es ist eine Sprache, die entwickelt worden ist. Es ist eine Fantasiesprache aus einer Science-Fiction-Serie. Ja? Das heißt also, wir dissen uns auf ganz hohem Niveau, wenn wir uns darüber streiten, wie das Apostroph im Klingonischen denn jetzt ausgesprochen wird. Ja? Ja, das ist ja irgendwie unterhaltsam, aber ich verstehe natürlich, irgendjemand hat irgendwann mal diese Sprache entwickelt und hat Regeln aufgestellt. Ja. Und jetzt komme ich und halte mich offensichtlich nicht an die Regeln, die er aufgestellt hat. Es gibt nur ein Problem bei der ganzen Sache. Das Original ist Klingonisch-Englisch und dann ist es von Englisch ins Deutsche übersetzt worden. Da hat man mich belehrt und in dem Buch stehen tatsächlich Sachen drin, die eigentlich falsch sind, aber auf Übersetzungsfehler zurückzuführen sind. Und ich habe aber nur diese zwei alten Bücher, ja. Und habe das ja auch damals geschrieben. Und es gab auch kein YouTube-Video jetzt, wo es um die Aussprache ging, sondern das Apostroph ist als Stimmritzenverschluss, als Knacken beschrieben. Ja. So ein Knacken ist sehr schwer zu rappen, also habe ich anstatt K draus gemacht. Okay, und ja? Das war auch ein Grund. Gibt es in der klingonischen Kunst, Musik, nicht die Möglichkeit, wie es auch hier in der jetzigen Welt die Möglichkeit gibt, als Künstler, als Rapper, als Musiker, als Sänger, sich irgendwie künstlerischer auszudrücken? Also das ist, wenn man sich das manches anhört, was da so gesungen und gerappt wird, ist ja auch grammatisch alles durcheinander, weil es wahrscheinlich reimtechnisch besser passt. Hast du da nicht die Freiheiten? Also, ja genau, ich habe mir die Freiheit rausgenommen, habe ja auch ein Antwortvideo quasi kreiert und habe gesagt, pass auf, ihr lasst Dialekte und Slang zu, ihr lasst eine reduzierte Sprache zu. Das, was wir heute erleben, hier mache ich Foto, tue ich Facebook zum Beispiel, ist eine extrem reduzierte Sprache, aber trotzdem weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Ja? Dass das durch diesen, also für mich ist das ein
alles entwickelt sich ja weiter. Das ist auch ein Bestandteil der Evolution, also auch die Sprache. Viele schimpfen darüber. Aber wir sprechen auch nicht mehr wie im Mittelalter. Ja? Mhm. Wir schreiben Köln heute anders, ja, und so weiter. Die Sprache entwickelt sich ständig weiter, weil, ja, sie im Gebrauch ist. Der Postmann kommt. Ja, wahrscheinlich, ja. So, ich, ja, so, genau, ich mach mal kurz hier die Tür zu. Ja. Winke, winke. Also das würde ich jetzt mal nicht so eng sehen. Ja. Hab auch darum gebeten, das nicht so eng zu sehen. Lassen wir das mal einfach laufen, was es da gibt. Genau, wir lassen das mal laufen, das und quasi, dann... wenn ich das richtig verstanden habe, heute kommt ein Track dieser EP. Genau, also, der, den wir jetzt laufen lassen, ist, genau, quasi der, der heute released worden ist. Allerdings müsstest du mir noch kurz das andere Ende eines Kabels geben. Das andere, das habe ich dir doch schon hier. Ja, ja, ich habe es aber noch nicht eingesteckt. Ach, da. Oh je, da müssen wir das auch nochmal runterfahren. Ja, Moment. Jetzt. So, wie immer, extrem gut vorbereitet. Ah, ja, das ist doch hier, das so, für alle in der Mediathek werden wir das anschließend auch natürlich das Video einspielen. Jetzt gibt es aber nur die Musik zu hören. Wer muss denn hören? Achso, das soll ich.
war, dass wir das Video dazu gesehen haben. Du hast zu allen den Versionen Videos gemacht? Zu allen 5 Versionen gibt es Video, genau. Videos, ja. Faszinierend. Und ich hab die ja auch schon rumgereicht in den Social Medien und viele sagten, das sieht sehr professionell aus, auch professionell animiert. Wenn du was machst, machst du es richtig. Ich versuche es zumindest mit den Mitteln, die mir gegeben sind, wo Geld leider nicht wirklich zugehört, so gut wie möglich hinzubekommen. Es ist natürlich bei mir in der Scheune, in meinem Green Room, größtenteils produziert. Ich hatte aber professionelle Unterstützung von The Lightworks, was die Animation angeht, von Boris Krohn, mit dem ich das auch das Cover zusammen gemacht habe. Ja. Der mir die Cockpits gebaut hat mit Greenroom-Hintergründen und dann eben auch die Hintergründe. Also wenn du mich von hinten siehst und aus dem Cockpit rausguckst, dann muss natürlich auch, ich steuere halt die Erde an. Ja, klar. So, ja. Das muss dann natürlich auch alles da drin sein, dass so eine gewisse logische Abfolge. Und er ist Profi, arbeitet auch mit Hollywood zusammen? Genau. Offizieller Lieferant. Also die haben ja auch diesen Warbird oder Bird of Prey gebaut. Ne? Also ich hatte da so ein paar Wünsche natürlich, was die goldenen Heckflossen, das goldene Cockpit angeht. Auch meine Uniform viel mit Gold, Rapper und so weiter. Ist natürlich auch so ein bisschen Spiel mit den Stilmitteln, ne? Der Klingone, sag ich mal, in dem Star Trek-Universum. Also ich bin da Sammler und mich hat das alles begleitet. Was das mit eigentlich mit der Wohnung, in der wir gerade sitzen, zu tun hat, erzähle ich gleich. Okay. Aber inhaltlich, weil der eine oder andere fragt sich, okay, was soll diese Ruine in diesem Cover? In dem Video geht es ja darum, wie wir die Welt zerstören und dieser klingonische Text, darum geht es ja genau darum, dass wir sagen, okay, wir sind sowas wie Weltraumräuber, Weltraumpiraten, bereiten die Mars-Mission vor und wenn der Planet hier tot ist, dann sind wir weg und machen das gleich mit dem nächsten Planeten. Das ist natürlich auf so einer metaphysischen Ebene. Wo was erwartest du dir von diesem Projekt? Was war dein Hintergedanke? Wen wolltest du jetzt außer den klingonischen Lehrer da aufrütteln? Oder? Ja, auch. Also in erster Linie hat mich da, glaube ich, die Herausforderung gereizt. Es gibt ja das ein oder andere klingonische Rap-Video. Es gibt so eine Eminem-Covernummer. Es gibt auch die da auf Klingonisch. Nicht von den Fantastischen Vier, aber irgendjemand hat das mal gecovert. Und Gangnam Style gibt es auch auf Klingonisch. Okay. Das ist aber eher so, also auch irgendwie gut gemacht, aber Klingonenmaske angezogen, ein bisschen im Bild rumgewackelt. Und ich wollte aber so, der Gesamtkunstwerk kann man jetzt nicht sagen, aber im Endeffekt ist das ja geworden, wenn du dieses Artwork siehst und so weiter. Und im Grunde genommen hat das sehr viel mit diesem Haus zu tun, in dem wir hier gerade sitzen, ne? Weil ich bin ja quasi in eine Wohnung drunter aufgewachsen. Ja. Und ich sag mal, in dem Zimmer unter dem Ponch, seinem Zimmer. Ja. Ne? Da durfte ich, als ich, da war ich in der Grundschule 5 oder 6 Jahre alt war, lief Star Trek halt im Fernsehen samstags um 19 Uhr und ich war bei meiner Oma, weil meine Mutter arbeiten musste und da durfte ich das gucken. Also Fernsehen gucken war ja damals noch so ein Privileg, das durfte man nur, wenn deine Eltern, ja, wie soll ich mal sagen, dir irgendjemand das genehmigte. Das ging nicht, dass ich einfach, das gab es nicht und das durfte ich halt gucken und da habe ich mein Abendbrot von meiner Oma gekriegt, hier Toast und Kakao und das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit, hört sich jetzt blöd an, aber ich gucke diese alten Serien teilweise heute noch, da machen wir mal so ein Star Trek Abend und irgendwie, du kennst das mit Musik auch, ne? Irgendwie transportiert einen das in so diese Wohlfühlzone von damals, ne? Und bringt einen zumindest geistig oder mental wieder also in diese die Gefühlsblase, Zeit, in der du dich damals befunden hast. Ne? Das ist ja das Schöne, was man da mit der Musik oder mit solchen Projekten ja auch transportieren kann. Ne? Ja.
Also ich hab vorher gerade auch wieder, immer wieder, wenn ich darüber rede oder das höre oder wie vorhin diese Hörspiele anhöre, dann hatte ich den Geruch vom Badewasser in meiner Nase, weil Samstag war bei uns immer Badezeit. Ja, das war auch nicht jeden Tag früher, mussten alle sparen. Samstag, ne? Da ging es los mit der Ältere durfte als erstes und dann kam die Schwester und dann ich immer als letztes in der braunen Brühe. Schön. Aber kurz vor, wieder war es kurz vor Star Trek oder also Enterprise war das ja damals mit Captain Kirk oder war es vor der Hitparade, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber eins von beiden oder beides zusammen zum Beispiel. Ich glaube, das lief hintereinander im ZDF. Ja, ich glaube, das lief Kirk vorher und dann Hitparade. Mit dem Dieter Thomas Heck. Ja, genau. Hat man sich das angeguckt. Später gab es dann noch Disco mit Ilja Richter. Das war dann ja was Sport für mich. Hitparade, Hitparade war ja schwer erträglich teilweise. Also bis nicht. Also für mich hat das sehr viel gefallen. Also auch die, was ich immer komisch fand und lustig fand, waren die Leute, die sie da gefilmt haben. Also dieses Publikum, die ja kurz nach der Nachkriegszeit da saßen und sollten lustig sein, aber nicht wirklich lustig waren. Nee. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht lag es auch an der Musik, die da lief. Also ich fand die auch als Kind schon scheiße. Also ich habe mich dann gefreut, wenn man einen aus dem Rahmen fiel. Ich kann mich noch an, zum Beispiel Disco war ja auch teilweise, Disco-Schlager hat sich ja auch drum getummelt, ne? Und ist mir bis heute eingebrannt geblieben, Plastik Bertrand. Kennst du noch? Der Zwangsjacker. Meine ganze Familie sagte, Alter, das ist das Ende der Welt. Ne? Und ich habe gesagt, boah, was für ein geiler Typ, weißt du? Und ich fand das total super. Und alle anderen im Raum haben gesagt, Alter, okay, jetzt haben sie die Irren aus der Anstalt gelassen. Das haben es dann nur noch Fräulein Menge und der Hubert K. und Rio, glaube ich, getoppt mit ihren Auftritten. Die Doros und die Marinas haben die so ziemlich alles getoppt, was das Outfit und das skurrile Auftritte angeht. Und das Schlimme war, auch die Eltern konnten das verstehen, was da gesungen wurde. Und das hat man dann wiederum gar nicht verstanden. Wäre es Englisch gewesen, hätten sie wahrscheinlich gehört, die Engländer oder die aus dem Ausland. Genau. Aber dass es auch noch Deutsch war dann, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter fand das katastrophal, dass die ja auch noch Deutsch singen. Ja. Und das sollte man verbieten, hat sie noch. Das weiß ich noch, als Hubert K. gesehen hat, Sternenhimmel. Diese Tracks, die du dir da eingesammelt hast, und Gott sei Dank durfte ich dabei sein, das ist auch für mich eine große Ehre, weil auch Star Trek für mich ein wichtiges Moment war in meinem Leben. Ich habe mich auch nicht leicht getan mit dem Remix, aber die Tracks sind alle ja nicht auf Charts getrimmt. Das ist ja einfach... Nee, es ist genau das, was es ist, wie ich es gerade gesagt habe. Jemand anders würde sagen, ist eine Hommage an Star Trek oder nenn es wie du willst. Ja. Im Endeffekt ist es etwas, was ich schon viele, viele Jahre machen wollte. Ne? Aus dieser fixen Idee, aus diesem Witz heraus. Natürlich habe ich damals auch versucht, diesen Text zu rappen. Aber es war irgendwie nicht so weit. Weißt du, manchmal ist es ja so mit so Projekten, die stagnieren dann oder liegen in der Schublade rum. Weil es nicht weiterkommt. Also es ist nicht weiter, nicht weiter. Also jetzt die Tatsache, dass wir uns kennengelernt haben, dass ich mit Lustikus Musik mache, der diese Trap-Nummer gemacht hat, mit David Dollar aus Bonn, der diesen Jungle Drum and Bass auch so eine Mischung daraus gemacht hat. Dieses Endomonk-Ding, wo ich mich eigentlich selber feature, aber ja doch eine ganz andere Schiene fahre. Das hat letzten Endes dazu geführt, im letzten Jahr, ich gesagt habe, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen wo ich es fertig mache, weil es einfach eine runde Sache ist. Es gibt dann eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Und schlimm wäre es gewesen, hätte sich niemand aus dem klingonischen Raum gemeldet und gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Eigentlich ist es ja das, was man erreichen wollte, das Brot des Künstlers, dass jemand aufsteht und sagt, Moment, da ist aber was falsch gesprochen oder gesungen. Das ist ja gut, das, darüber man kann man natürlich streiten. Wie du eben schon sagtest, es wird viel falsch gesprochen in der Musik. Ja. Aber man muss das Ganze ja sehen. Ich finde ja vom Flow her, von diese düstere Stimmung und auch die Botschaft, die ich im Endeffekt ja auch darüber transportiere, wo sich vielleicht der eine oder andere die Mühe macht, sich die Übersetzung auf meiner Homepage anzugucken, und sagt, okay, er hat sich was dabei gedacht. Ja, hier und da hat er sich vielleicht vertan oder was. Ne? Ja. Da ist genau das Gleiche wie im Moment. Ne? Ich war ja ein bisschen spät. Ich komme aus Bad Godesberg. Da ist gerade eine internationale Baustelle, wo wir so ein Smart Home bauen. Und da ist auch die Sprache auf der Baustelle ist Englisch. So. Das Englisch des Rheinländers ist ja nun auch very funny. Ja? When I speak English, everybody smiles. Ja.
Und dann mit Polen, die auch Englisch reden. Auch lustig bestimmt. Ja, ja. Also ist teilweise sehr, sehr lustig, aber leider auch... Projekt schon in der Luft. Ja, es ist allerdings so, dass auf so einer Baustelle, ja, es natürlich auch zu extrem lustigen Missverständnissen kommt, die manchmal leider auch Geld kosten. Ne? Wenn du jemand sagst, ja, mach das so, und aber ich hatte in meiner Übersetzung was ganz anderes vor Augen, wie er in seiner Rückübersetzung ins Polnische vor Augen hatte. Ja, ja. Und auf einmal ist das längs und nicht quer. Ne? Und oder er hat dann den Balken und nicht die Latte genommen und alles nicht. Aber auch mutig, der von den Polen sich da in so ein englisches Terrain zu begeben. Ja? Ja, es ist ja ein Kompromiss im Endeffekt, weil ich kann nicht Polnisch, also ich kann nicht wirklich gut Polnisch, hier so Skarpi und Sotujes und so weiter, so ein bisschen was man so aufschnappt, ne, kann ich. Ich würde wahrscheinlich nicht verhungern in Polen, aber das ist auch alles. Ne? Ja. Und genauso geht es den Jungs, also der Kamil, der spricht gar kein Deutsch, der spricht nur Polnisch und Englisch. Und beim Dominik, der kann eigentlich Deutsch, weil sein Vater hier in Deutschland lebt, der lebt ja bei Polen. Aber jetzt dreisprachig zu hantieren, ja, deshalb haben wir uns auch einfach auf Englisch geeinigt. Aber was ich damit sagen wollte, ist, eine Sprache ist ja im Endeffekt auch so eine Art Werkzeug, um eine Information jemand anders weiterzuleiten. Ja. Ne? Und das muss nicht immer 100% perfekt sein, oder es ist eigentlich nie 100% perfekt. Zum einen, weil es sich weiterentwickelt, weil man unterschiedlichen Background hat, aus unterschiedlichen Ländern kommt. Ne, slawischer also Polnisch, die sprechen alle rückwärts. Ne? Ja, aber ja, für die sprechen wir alle rückwärts. Ja, ne? Und ich sage hier, bei euch wird nicht so gesprochen, wie es geschrieben steht. Und da sagt er, nee, das ist aber bei euch so. SCA spricht man da ganz anders. Ne? Aber SZCZ, ne? Also, ja. Dann bin ich dann auch. Ja. Also je nachdem, was man erreichen möchte, wäre es natürlich sinnvoller gewesen. Du hättest das wahrscheinlich in Englisch gemacht, aber dann wäre das Sinn und Zweck wahrscheinlich. Also wir hätten uns auf Klingonisch vielleicht einigen können auf der Baustelle, aber ich. Ja, vielleicht. Nee. Aber es scheint auch schwer zu sein. Ja. Was kann man denn noch vorspielen? Weil also heute wird dieser Track veröffentlicht und die ganze EP kommt aber erst am 25.09. Genau, also der physikalische Tonträger, wie man so schön sagt, der kommt am 25.09. in die Läden und auch die EP. Heute ist nur dieses eine Stück Nuknecht Dirty Ports quasi released worden in Form eines Videos und auf Spotify, soweit ich weiß. Ich habe selber noch gar nicht nachgeguckt, muss ich sagen. Ich war auf der Baustelle, weißt du, am Release-Tag habe ich noch schnell ein paar Kabel gezogen. Und am 25. geht es dann weiter mit dieser Endomonk, das ist eine Elektronummer, die ich gemacht habe. Und am 2. Oktober kommt deine Nummer, das Trap und hier mit David Dollar. Okay. Zusammen mit drei Videos. Dein Stück ist sehr lang. Ja. Ja. Und wohl ich sehr kurz empfinde. Du hast zwar meine Rap-Parts genommen und dadurch den Wolf gedreht, aber ich in dem Rap-Video sitze ich natürlich da und rappe, da gibt es ja was zu sehen. Ja. Für dein Video muss ich mir wieder was ganz anderes einfallen lassen. Ja. Ne, deshalb, tut mir leid. Nee, das ist ja auch wieder eine Herausforderung im Endeffekt. Was für mich für eine Herausforderung war, weil es ist ja, ich bin jetzt nicht der Englischfachmann, aber das ist dann schon eher, kann man ja mal nachschlagen, wenn man was nicht versteht, aber das so zu verarbeiten und dann vielleicht auch noch richtig, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ich dachte, mache ich jetzt einfach mal. Auch da wieder die künstlerische Freiheit. Ja, aber es geht ja auch um Intonieren, sage ich mal, Silben als Achtelsilbe, Viertelsilbe, auch vielleicht als Instrument zu sehen. Ne? Ja. Ich sage mal so phonetisch. Klar, ich habe es gemacht, natürlich gefällt mir das, weil... aber... Also es ist, wie es ist. Ich werde es ist, wie es ist, aber es ist ein gewisser Fluss drin, es harmoniert und es ist immer schwierig, wenn man Neuland betritt. Das ist meistens, Neuland ist auf dünnem Eis. Ne? Ja, absolut. So, und du begibst dich ja selbst in den Fokus vieler Leute, die einen das sehr ernst nehmen, die anderen, wie ich habe auch nette Kommentare, die sagten, er ist einer von uns, weil ich ja meine Sammlung präsentiert habe.
ich bin jetzt keiner, der auf Conventions geht und in der Uniform dort rumrennt. Aber ich finde, man muss diese Leute natürlich auch respektieren für das, was sie tun. Ich habe auch die Biografien zum Beispiel von William Shatner und von Nimoy gelesen. Also das von Spock, der hat ja zwei geschrieben, I am not Spock und I am Spock. Ja. Auf den ersten Blick paradox, aber wenn man beide gelesen hat, versteht man, was das soll. Und bei Shatner ist es so, der hat ja die ganze Trekkie-Szene viele Jahre, schreibt er zumindest selber, eigentlich ignoriert und hat selber gedacht, oh Gott, was für Spinner. Der hat sich da nicht sehen wollen, da sitzend hinter so einem Tisch. Und nee, der ist auch dort nicht hingegangen, obwohl er eingeladen war und ist dann irgendwann doch hingegangen und ist quasi auf die Bühne gegangen. Und da saßen dann 20.000 Leute, so alle wie außer, also alle voll kostümiert. Er hätte sofort anfangen können, einen Film zu drehen. Also professionelle Leute, die da wirklich viel Geld und viel Herzblut reinstecken, die alle aufgestanden sind. Er hat Standing Ovations, wie er diesen Moment beschreibt und überhaupt erst kapiert hat, was da entstanden ist aus etwas, was für ihn eigentlich nur ein Job war am Anfang. Er schreibt das so. Er hat im Auto gelebt. Er war und relativ. Und er auch nur die zweite Wahl war damals. Ne? War ja, genau. Es war eigentlich jemand anders dafür geplant. In der ersten Runde. Und er hat ja Shakespeare gespielt, ne? Muss man ja auch mal wissen. Ne? Ja. Und er hat auch Musik gemacht, ein paar Platten gemacht, auch gute Stücke gemacht. Also wollte wahrscheinlich als Schauspieler ganz woanders hin. Nee, das wollte er nicht. Das war für ihn wirklich $150 pro Folge. Mhm. Und auf einmal, bam. Also am Anfang wollte das ja auch kein Sender ausstrahlen. Das war dann, ne? Alle haben gesagt, um Gottes Willen, was ist das denn für ein Blödsinn? Ne? Ja. Und ne? Wir haben als Kinder schon dann gesessen und haben gesagt, boah, wie geil ist das denn? Ja, ne? Und, ja. Aber so schön ist das mit dem Wandel in der Gesellschaft. Ansonsten wäre ja alles gleich, gäbe es ja nur Grautöne. Hast du dir mal eine neuere Serie von Star Trek angeschaut? Es gibt tue ich mich schwer mit. Also Picard würde ich gerne gucken, das soll sehr gut sein. Also ich bin da nicht nachfragbar, weil ich finde alle gut, weil Star Trek mich schon immer interessiert. Also Deep Space Nine konnte ich mir nicht geben. Ist aber mit Abstand sogar die erfolgreichste. Ja, die erfolgreichste, aber wenn ich mir die Charts angucke, weiß ich nicht, ob der Erfolg mit meiner Auffassung von Qualität, hat ja jeder so seine eigene Auffassung. Ob das damit einhergeht. Ich fand nachher, das waren ja zu viele komische Figuren, auf die auf einmal da rumgemaskenbildnert wurden. Und da gab es noch Babylon 5, ne? Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Das war eine Konkurrenzserie. Nach Deep Space Nine kam direkt Voyager. Das war dann Voyager war das, das verwechsel ich jetzt. Ja, genau. Mit der aber Frau siehst du so, also. Ja, das ist too much. Also, ich bin Star Trek Classic und Next Generation und da war für mich irgendwie Schluss. Ja. Was ich vor kurzem. Warum auch immer, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe mir das alles mal angeguckt und auch diese Enterprise, was vor Classic war. Also, der Captain, dieser Schauspieler, dem sein Gesicht ist belegt, irgendwie durch eine Heimwerker-Sendung oder so. Ich krieg den gar nicht. Der überzeugt mich einfach nicht. Ja. Hat dich eigentlich noch nie jemand darauf angesprochen, dass gerade du als Hans Solo, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine Adaption auf Star Wars, Hans Solo? Ja, genau. Das ist aber eine andere Geschichte. Weil der Lord Vader heißt nicht ohne Grund so. Dann gibt es ja noch den Obi-Wan Defbensky. Ah, okay. Früher hieß er, heute nennt er sich nur noch Defbensky. Und dann gibt es ja den Lando Carisma, für Lando Carissian. Und dann hat man nochmal kurz die Sony Art, mal über Prinzessin Leia, drüber nachgedacht. Da ging es uns eigentlich darum, ich sag mal, dass der Name A-Team, also der Kampf für etwas Gutes mit unkonventionellen Mitteln, sag ich mal. Und ja, die Jedi, der Kampf gegen das Imperium. Ne? Das ist jetzt nicht zufällig, die Namen haben wir uns schon so gegeben. Aber das war zu einer Zeit, als noch nicht diese Riesen-Kommerzschiene bei Star Wars gelaufen ist. Und was mich bei Star Wars, ehrlich gesagt, irgendwann auch tierisch gelangweilt hat, ist zum einen, dass irgendwie immer die gleiche Geschichte wieder ist, und das hast du bei Star Trek nicht, ne? Star Trek ist eine sehr innovative Serie gewesen, und Gene Roddenberry, was der überhaupt gewagt hat, zum Beispiel der erste
Kuss, also Filmkuss zwischen Schwarz und Weiß zu der Zeit. Das war da, das wissen die wenigsten. Und was das für ein Trubel war. Ja. Und jetzt bin ich vom Thema, Weg ab. Warum Han Solo, dass dich noch niemand darauf angesprochen hat, dass du als Han Solo, dass er eher Star Wars. Ach so, also ich glaube, bis jetzt wusste auch niemand außer mein inneres Umfeld, der mal bei mir zu Hause war und gedacht hat, okay, was steht denn da für das komisches Zeug rum? Ne? der wusste gar nicht, dass ich mit dieser Star Trek-Serie irgendwas zu tun habe. Wer sich manche Stücke, wie zum Beispiel Es ist so, mit Adelsmann anhört, der wird auch da Star Trek Film-Samples, super geniale Geschichte mit Joan Collins noch, die hat ja auch damals bei ja. Star Trek gespielt, wo ich Samples rausgezogen habe, die auch eine Aussage haben, ne, in dem auch, Sinne. Auch bei Endomonde, deinem Album, ist ja Science Fiction. Ja, ich arbeite ja gerne mit Film-Samples. Ja, ne. Und Science Fiction vor allem. Ja, vor allem. Und bei mir war wirklich Schluss mit Star Wars, also bei Star Wars 8, da waren wir mit der ganzen Familie im Kino, also da war ich irgendwann so weit, dass ich, also wäre ich alleine gewesen, wäre ich gegangen. Und ich glaube, ich war auch so wütend, dass ich mein Geld hätte zurückhaben wollen, weil ich so eine gequirlte Scheiße echt schon lange nicht mehr gesehen habe. Von der Geschichte her nicht. Nein, also diese Szene in der Wüste, wo die diese Kanone von dem Todesstern auf Kufen durch diese Salzebene ziehen, dass sie keine Esel davor gespannt haben, das wundert mich ja noch. Ja. So, alles fliegt, alles ist ohne Schwerkraft, bla bla bla. Ja. Nur da schleppen die Stunden und ziehen so einen Plot eine halbe Stunde in die Länge, um so ein blödes Tor aufzuschießen mit Luke Skywalker, der dann da so mönchmäßig da... Also da war ich raus aus dem Thema, weil das ist meine persönliche Meinung jetzt. Da geht es nur noch darum, den Film eine Überlänge zu geben, damit man mehr Geld an der scheiß Kinokasse nehmen kann. Ja. Und viel Geballer und dann kommt, glaube ich, auch noch so, dann stürzt einer ab und haben wir noch schnell eine Liebesszene da reingebaut, genau, so wie Ronald Emmerich, der kann das ja auch, ne? Den hasse ich ja auch wie die Pest. Ne? Independence Day. Der macht aber kein Held raus, glaube ich. Der will ja nee, will aber ich hasse es, wenn man so in der letzten halben Stunde noch, okay, boah, wir haben die Liebesgeschichte vergessen, müssen wir noch irgendwie reinpressen. Ja. Ah ja, und oder der Amerikaner, Schwarz-Weiß-Konflikt. Scheiße, wir haben noch keinen Schwarz-Weiß-Konflikt. Und der Amerikaner, der die Fahne schwenkt, ganz wichtig. Ja, genau, aber dann auch natürlich die dunkelhäutige Bürgermeisterin, die dann den Weißen rettet aus diesem Raumschiff und die verlieben sich dann. Und du sitzt da und denkst, Alter, und wenn dann natürlich irgend so ein Honk mit einem Raumschiff dann da reinfliegt und einen Computervirus überträgt, jeder von heute weiß, ey, wenn ich mit meinem Laptop jetzt Daten auf deinen übertragen, das klappt doch alles schon nicht, ja? So, aber mit Außerirdischen klappt das. Nur weil er ja auch mit drauf geht wahrscheinlich. Ja, guck mal, ich brauche auch immer 3 Versuche, um den USB-Stecker in meinen scheiß Laptop zu kriegen. Es ist 2-mal falsch und es ist beim 3. Mal passt. So ist bisschen, doch so. Ja, ich weiß nicht, ob sie so einen Computer dabei hatten bei dem Töten des Raumschiffs. Und bei die hatten, das ist ja noch besser, das war ja über Bluetooth. So. Das funktioniert ja total viel besser. Wenn wir telefonieren, hörst du ja auch öfter. Ja, also hallo, hätte hallo. Gar nicht so nah ranfliegen müssen eigentlich und auch gar nicht drauf gehen müssen, aber passt halt besser. Aber für eine Science-Fiction-Geschichte finde ich dann irgendwie, Leute, ist uns nichts Besseres eingefallen? Wahrscheinlich, ja. Hättet da mal Arthur C. Clarke angerufen, hätte euch vielleicht einen Vorschlag gemacht. Ja, ne? Das war aber, zu tiefgründig. Naja. Was gibt es noch zu hören? Also, spielen wir noch was aus diesem Album, aus dieser EP? Nee, das nicht. Aber am 25 komme ich nochmal wieder. Dann machen wir nochmal, weil wir es auch in der Mediathek ja veröffentlichen. Dann werden wir ja vor der Veröffentlichung, kriege ich Stress mit dem Vertrieb. Es wird ein neues Endomonk-Album geben. Davon habe ich ein paar Sachen mit, wo ich auch an Remixen arbeite. Dann hatte ich noch, passt vielleicht ganz gut in die Zeit. Freiheit ist eine Illusion. So ein Remix von diesem Projekt, was ich mir malte, war ich ja schon mal hier, musikalischer Abschirmdienst. Immer die. Gemacht. Ja, dann lass doch mal was aus dem neuen Album laufen. Du bist ja sowohl also ich sag mal, gerade in dem Zusammenhang, ich will nicht immer mit Politik kommen, aber ich habe immer politische Themen halt nur mal immer auf meinen halt Platten drauf. Ist auch gut so, deswegen habe ich dich auch gerne als Interviewpartner, weil da kann man über Dinge reden, da gibt es Themen, da gibt es manchmal nicht die Frage, warum hast du das nicht so gemacht? Ich habe manchmal Angst, dass die Leute die zuhören dann irgendwann eingeschlafen. Nein, ich weiß immer nur, im Nachhinein höre ich immer nur, warum habt ihr so viel Musik laufen lassen? Ach so. Warum redet ihr nicht weiter? Weil es interessant ist für die, wo das auch immer hingeht. Du hast auch einiges zu erzählen. Ja.
Pass auf, dann lassen wir Freiheit ist eine Illusion laufen. Ja. Ich möchte aber kurz was dazu erklären, weil es bei diesem Stück, weil alle haben gesagt, ja, Freiheit ist eine Illusion, was meinst du damit? Ich sage, es gibt gewisse Regeln im Universum, ja, ja, an die musst du dich halten, wenn du dagegen verstößt, wirst du sterben. Ne? Ja. Also, und dann sagt er, hey, ich kann frei entscheiden, ich bin ein Individuum. Ich sage, ja, dann hör auf zu atmen. Da sagt er, ja, was willst du mir denn jetzt sagen? Auch schon im Monolog gehört so ähnliche. Ja, genau. Aussagen. Oder trink ja doch einfach mal 5 Tage kein Wasser, dann siehst du schon, wie frei du bist. Also, ja, es gibt gewisse Sachen, Voraussetzungen, die brauchst du zum Überleben, ja, und da müssen wir uns alle so ein bisschen nachrichten. Und bei diesem Stück ist es mir, es ist ein bisschen angelehnt an Maschinerie. Okay. Ne? Man wird einige Passagen wiedererkennen, aber die Aussage ist eine andere, weil ich meckere ja auch gerne über das System, über die Politiker und so weiter, aber ich möchte mit keinem von diesen Leuten tauschen, weil die sitzen wirklich im Knast. Die können, ich kann gleich rausgehen, setze mich in meinen Transporter, ich setze mich auf mein Rad, ich kann mich frei bewegen. Ja. So, und diese Leute können das nicht. Egal, wo die hingehen, sie werden entweder auf die Schulter geklopft oder in den Rücken getreten. Genau, ne? Sie wissen nie, ob sie nicht gleich in die Luft gejagt oder erschossen, angespuckt oder beleidigt werden. Was in der Familie passiert ist, genau. So. Und darum geht es in diesem Stück eigentlich, ein bisschen fragmentiert zwar. Okay. Das lassen wir jetzt mal laufen. Des Systems träumt die Maschinerie von der Eroberung und Beherrschung dieser Welt. Von den fernsten Punkten des Universums bis in die kleinste Nation dieser Erde. Und die Freiheit propagierenden drücken Knöpfe an den Konsolen und sind auch nicht mehr als Systemadministratoren. Eines kranken Systems, doch in ihren goldenen Käfigen ist ihnen das ziemlich Schnurz, denn sie wissen, das Leben ist kurz. Das System gewährt dir Freiheit nur zum Schein. Kann das sein? Kann ein Individuum frei sein? Nein. Sight.
musikalischer Abschirmdienst. Freiheit ist eine Illusion. Ja. Wohl ja, war. Genau. Mit dem Malte aus Hamburg. Der auch schon hier saß. Ganz geflasht. Von unserer Radioshow. Ja, ist es schön. Also mit ihm bin ich immer so auf einer Wellenlänge. Wir haben auch beide die gleiche kurze Lunte. Wir können das auch ganz schnell ausrasten. Ja? Wir arbeiten ja teilweise auch zusammen, wenn wir Kulissenbau oder so machen. Haben ja auch Musicalbühnen und so weiter gebaut. Und das kann schon mal gut sein, dass was geflogen kommt oder dass mal einer rumschreit. Persönlichkeiten, die haben das so. Ach ja, der Bauarbeiter an sich. Der Bauarbeiter an sich ist so, echt. Ja, ja. Hast du eigentlich schon mal das Monolog gehört, so richtig gehört von mir, das Fertige? Das jetzt auch? Ja, habe ich gehört, aber kannst du ja gerne nochmal gleich nochmal laufen lassen. Dann musst du zuhören, weil das, wenn man was hören muss oder soll, dann hört man das so nebenher. Nee, du hast mir das ja geschickt, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich es mir angehört. Ja. Auf einer Compilation ist es drauf, der Zug der Liebe Compilation. Ach so, genau, ja, dieses ist so orange-schwarz, ne? Genau, richtig, ja, die Techno-Version. Ja, ich habe da manchmal Bilder vom im Kopf. ich weiß gar nicht, musst du um 17 Uhr nicht irgendeine Durchsage starten? Ne, mal einen Jingle vielleicht spielen, aber der Groove Guide, der normalerweise kommt, der ist, fällt heute aus, weil das ist so viel Groove Guide, den wir nebenher machen. Aber der, also, dass du daran erinnerst, ein Jingle, den könnten wir gebrauchen beim Evopool Update. Das ist aber das Ganze oben. Moment. Also modernste Technik hier. Das ist ja, boah. Also das ist auch so ein Thema. Wenn ich das früher zu Evosonic-Zeiten gehabt hätte, als wir da 1997 losgestartet sind, weiß ich noch, den Computer, den wir da hatten, mit dem wir Jingles, das Nachtprogramm und Sonstiges gemacht haben, der hatte 360 Kilobit ein Chip drin. Ne? Ja. Heute sind wir bei Gigabyte. Ja. Ist unglaublich. Das ging natürlich auch. Cool Edit war damals das Programm, das uns gerettet hat. Cool Edit Pro. Heute weiß es geht damals, alles, aber man musste, glaube ich, früher auch sein Handwerk ein bisschen besser verstehen. Ne? Es gab weniger Mogelspielraum. Ja, ne? Heute gibt es tatsächlich viel, wo der vieles abnimmt, aber nutze ich natürlich auch gerne, weil wegen Zeitersparnis, aber früher musste man echt wissen, was man da tut. Oder sich überraschen lassen. Das geht auch. So wie zum Beispiel dieser Jingle, der ist aus dieser Zeit übrigens gemacht. Evopool Update. Mit Cool Edit Pro. Mit Cool Edit Pro. Genau, und dieses Kartendarm am Anfang, das ist quasi geschnitten und dann 10-mal hintereinander gesetzt. Damit sich Ach so, also den Gapper gab es noch nicht. Nee, da gab es halt ein Plugin, da hast du es doof. Ja, das ist der Gapper. So, ja. Dem sagst du ganz einfach, mit dem BPM, mach mir Viertelnoten, mach mir da Lücken rein und dann ist das fertig. Das musste sich so anhören, also hat man das dann so gesetzt. Ja. Unglaublich, bestimmt die ganze Nacht dann umgearbeitet. Ja, der Handarbeit. Ne? Also man musste sein Handwerk noch verstehen. Ja, ja, also wie gesagt, ich habe noch einiges vor. Also neues Endemonk-Album soll es geben. Noch dieses Jahr? Was? Nein, dieses Jahr. Ach so, du hast die Stücke schon alle fertig, nur noch richtig so. Nee, ich habe es auch noch nicht fertig, die Stücke. Also von dem Soloalbum, was als nächstes kommt, das heißt auch Reise durch die Zwischenzeit, wie ein Stück auf der Endemonk Continuum. Heißt allerdings deshalb Reise durch die Zwischenzeit, weil dort viele Stücke drauf sind aus den letzten Jahrzehnten, die aber nie auf einem Album waren. Ja. Okay. Kollabos mit anderen Leuten, da bin ich noch ein bisschen am Aussortieren sozusagen, auch hier MAD oder was weiß ich, wo ich gucke, jede Seite etwas anderes widerspiegelt. Es wird Doppelvinyl werden, ne? Und die vierte Seite ist zum Beispiel auch akustisch, also ich habe ein paar Stücke, mir die Texte nochmal vorgenommen, wie zum Beispiel Glück der Erde, wo ich sage, das ist durch die mangelhafte Produktion meinerseits damals alles ein bisschen untergegangen. Ich finde den Text aber zu gut und habe es versucht, mit guten Musikern mal akustisch, also mit Kontrabass, Schlagzeug umzusetzen. Du lernst auch ständig dazu, ne? Für dich ist auch nie ein Ende an Sicht, wo du sagst, jetzt weiß ich alles, beziehungsweise man neue Sachen entdeckt und dann kann man überlegt man, was habe ich denn davor schon gemacht, was kann man denn durch diese neue Sachen mit neu entdecken. Du könntest ja alles nochmal neu machen, eigentlich. Ja, aber es ist manchmal, weiß man hinterher mehr. Ja, eigentlich ist, bei manchen Leuten, wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich das Gefühl, da funktioniert das nicht. Das ist kaputt im Gehirn, auf jeden Fall. Die lernen nie dazu. Die machen immer wieder die gleichen Scheißfehler.
und machen auch teilweise auch immer den gleichen Scheiß. Aber Never Change a Running System kann ich auch verstehen, hat auch seine Daseinsberechtigung. Mich langweilt das teilweise dann. Es ist auch oft so, wenn ein Projekt fertig ist, bin ich geistig schon beim nächsten. Ich habe dann damit schon abgeschlossen. Ich habe ein Stück zum Beispiel umgesetzt mit dem Marcel Wick, der heißt tatsächlich so Wicked, nennt er sich. Und der DJ hat zum Wicked? DJ Wicked? Nee, nur Wicked. Und das ist total lustig. Der hat auch im Sperrmüll eine Gitarre gefunden, rief mich an und sagte: Boah, ich habe im Sperrmüll eine Gitarre gefunden. Hör mal, da habe ich hier gespielt. Da habe ich gesagt: lass was zusammen machen. So. Ja, so ist dieses Stück entstanden. Wegen einer Gitarre, die man auf dem Sperrmüll findet. Nee, wegen dem, was er auf dieser Gitarre gespielt hat. Ja, okay. So, wo, also das war nicht perfekt, aber es hatte das hatte so eine Grundstimmung, ne, wo ich sage, boah, da hätte ich eine Idee zu. Ja. Manchmal, du kennst das auch, manchmal sitzt du vor diesem Rechner oder einem Instrument oder was immer und sagst, boah, ich muss was irgendwas machen. Und es fluppt einfach nicht. Nee. So, man daddelt da vor sich hin und denkt, ach komm, setz dich vor die Kiste, das bringt heute sowieso nichts. Ja, ja. Und dann? Und manchmal hörst du irgendwo einen Ton und dann ist das sofort da. Ne? Warum das so ist, also ich sag mal, jeder kreative Mensch weiß, was ich meine. Das kann ein Bild sein, das kann ein Gedicht sein, das kann ein Text sein, das kann Musik sein, was auch immer. Und das ist wahrscheinlich auch der Fluch und der Segen des Kreativen, ne? Dass auf der einen Seite natürlich, ich sag mal, mit einer Fähigkeit gesegnet ist, irgendwas zu schaffen oder sich inspirieren lassen von irgendwas. Auf der anderen Seite ist der Kopf auch ständig so voll. Ne? Ja. Also zumindest, ich kann nur für mich sprechen, wo ich dann... Der Notizblock, der virtuelle, den man haben bräuchte. Ja gut, ich habe den auch im Schreibtisch, aber ich habe ständig das Gefühl, dass meine Lebenszeit nicht mehr ausreicht, um all meine geilen Ideen, die ich hier habe, noch umzusetzen. Ja, siehst du, da sind wir ähnlich. Ja, absolut. Und hinzu kommt noch, lese mal das, was ich vor ein paar Monaten geschrieben habe. Du kannst mal versuchen zu lesen, was ich eben geschrieben habe. Das kriege ich ja schon nicht hin. Weißt du, und ja, es gibt aber so Momente, wo man einfach will, dass man das jetzt nicht vergisst und dass es da bleibt und manchmal bringt es auch was. Tatsächlich erinnere ich mich dann, da war doch irgendwas, das Ding jetzt auch wegzuschmeißen, auch wenn es voll ist, wäre natürlich ein großer Fehler. Nee, manchmal braucht man auch nur ein Stichwort, um wieder da zurückzukommen, so ein Keyword oder sowas. Ne? Und was mich natürlich auch immer begeistert, klar, jetzt kommt quasi die Überleitung zum nächsten Stück, was auch ein Endomong-Stück ist, was auch auf dieser, ich halte die mal ins Bild, später zeige ich es im Video, Teerschwestern, sehr schönen Auftritt gehabt, eine Stunde Programm am Bullerdeich mit sehr vielen coolen Künstlern in Hamburg war das, so eine Mischung aus Live und Auflegen. Es waren auch zwei richtige Analog-Leute da, die ein komplettes Set dort aufgebaut hatten. Für mich als Anreisender aus Köln, das war mir alles ein bisschen zu viel. Ich habe da so einen Mix mit meinen kleinen Holzkisten, die so Geräusche machen. Anlass war eben der Release. An dieser Stelle mal schönen Gruß an Vosto und das Teerpappe-Label und die ganzen Hamburger Jungs. Den ich ja auch hier hoch Also Vosto hatte schon seinen Tag und auch das war vor 3 oder 4 Wochen das Album des Tages, obwohl es eigentlich mit Techno und elektronischer Musik weniger zu tun hat. Es ist ein skurriler Sampler, ne? Weil natürlich da ist ja Otto. Das Video mit euren mit Mopsen da. Achso, Ottos, ja, genau. Ottos. Und allein, also ich habe das Ding durchlaufen lassen, auch unkommentiert. Ihr habt einfach nur noch die Titelnamen gesagt, wer da. Ja, aber auch schöne Sachen drauf hier von Syncboy und Occupied Head. Das sind diese Analog-Tüftler. Unglaublich. Ne? Die auch Wert drauf legen, das auch tatsächlich live zu spielen. Ich versuche das ja auch. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht von Analog-Session. Die können wir ganz am Ende vielleicht nochmal hören. Da gab es, glaube ich, die ersten 20 oder so, oder nee, 200 oder 100 gab es mit diesem Cover, ne? Ja, Limited Edition mit Wechselcovern, weil jeder Künstler auch noch einen Coverentwurf dazu gepackt hat. Man kann sich das da quasi austauschen. Ist auch netterweise ein Bild von mir mit drin. Ja. Ne? Also du bist auch zweimal dabei, einmal als Han Solo und einmal auch. Ja, ist ganz schön schizophren. Also das finde ich auch schon. Ich kenne da einige, die haben zwei Namen aus dessen. Oh, ich habe ja noch ein paar mehr. Ne? Also es ist ja die multiple Persönlichkeit an sich, wenn sie aus einem rausbricht. Ja. Nee, wir hatten eben darüber gesprochen, als das Mikrofon aus war. Diese Welt funktioniert nun mal in Schubladen. Und wenn ich jetzt morgen mit einer Drum and Bass Nummer die Ecke rumkomme, dann ist der geneigte Hip-Hop-Hörer dann tendenziell verwirrt und sagt, was soll das hin? Ja. Und umgekehrt genauso, also gibt man sich irgendeinen Fantasienamen
und stelle das ins Netz und dann funktioniert das auf eine komische Art und Weise auch. Zum Beispiel wie mit Calling All Beginners, sag ich gleich mal auf, mache ich gerade einen Remix für das Endomonk-Album, das ist ja das Original, was ich als Elektro im Sinne von Elektro quasi veröffentlicht habe, obwohl es gar kein Elektro ist, sondern eher progressiv Goa, weiß ich nicht. Dann wird doch die Menschheit nicht so. Ja, aber da habe ich auf einem, witzigerweise auf in Hamburg, als ich mit Malte den Flugsimulator gebaut habe, waren wir jetzt nochmal am Flohmarkt und da habe ich eine Sprachlernplatte gefunden, wo ganz lustige A Dog, an Apple, A Book und so weiter, ne? Also Englisch lernen, auf einer Schallplatte allerdings. Ja, und das hat mich dazu angetrieben, dieses Stück zu kreieren. Ja. Und wenn mich heute fragt, hast du das eigentlich noch alle? Was soll denn das? Ja. Ich weiß nicht, hat Bock drauf. Dann lass uns das mal hören. Hello. This is a telephone. That is a telephone bell.
This is a telephone. Also, du Sachen kommst, da gehst du auf den Hamburger Flohmarkt, holst dir so eine Platte und kommst zurück und machst sowas mal kurz draus. Unglaublich. Ja, aber es, ich fand es halt so witzig, also der Dialog ist ja völliger Nonsens im Grunde genommen. Man weiß, was dahinter steckt. Ja. Dann, nee, aber an sich, a dog, a book, an orange. Ja, in welchem Satz, in welchem normalen Gespräch kommt denn diese Kombination? Das hätte man mal dem Klingonenlehrer sagen sollen, ja, was da alles geht. Aber ich fand, dass als das Mädel sagt, oh, wir müssen tanzen gehen, ich habe gedacht, ach, das passt. Ja. Passt. Irgendwie. Und so entschieden ja viele Dinge. Ne? Ich habe zum Beispiel noch ein Stück gemacht, auch auf dem neuen Endomonk-Album drauf, RLS, Restless Leg Syndrome, ne? Wo ich dann tanzende Beine, ich habe die abgeschnitten für ein Video genommen, ich sage, ah, guck mal, und dann habe ich das gespiegelt und denke, ah, guck mal, wie lustig das aussieht, wobei das eigentlich eine Krankheit ist, aber dieses Restless Leg Syndrome in dem Sinne, boah, da ist Musik, ich muss mich bewegen, ja. Weißt du, so ist das dann natürlich in dem Fall gemeint, aber das sind jetzt dann auch eigentlich gute Beispiele dafür, wie manchmal einfach so, du findest irgendwas und dann ist sofort die Idee da. Bei dir sind aber auch immer viel Bilder mit im Spiel. War das früher auch schon so, wenn du Musik kreiert hast, entworfen hast? Also, ich wusste damals nicht, mein Lehrer, also in der 10. Klasse wäre ich fast sitzen geblieben. Ne? Also nicht sitzen geblieben, ich habe mein FVR mit Kunisch geschafft, ich wollte Abitur machen. Und das ist schon lange, lange her. Und dann gab es hier so, ich will nicht sagen Klassenkonferenz, aber so Elternsprechtag. Und dann ging es darum, ja, boah, wird der Junge das schaffen? Und ne? Und mein Lehrer hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, der Junge hat ein visuelles Gedächtnis. Ne? Ich wusste damals nicht, was das heißt. Heute weiß ich das tatsächlich, gerade wenn ich auf der Bühne stehe oder Leute sagen, sag mal, Alter, du laberst hier seit 2 Stunden, rasselst du einen Text nach dem anderen runter, wie ein Automat. Ja. Wie kennst du das? Und das ist, ich habe relativ oft die Augen zu auf der Bühne, weil das ist tatsächlich wie ein Film, der abläuft. Das ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben. Okay. Aber das ist, sind wir wieder beim Ausgangspunkt, der Kopf ist immer so voll. Weißt du, was ich manchmal meine, ich bin auch eher so ein nervöser Typ. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wohin mit den Gedanken. Schwer ach, abzuhalten, ja, grundsätzlich. Genau. Ja. Das ist. Egal, was du tust. Ist immer ich mache halt immer was. Ne? Ja, ich kann auch mein Umfeld ganz schön in den Wahnsinn treiben. Mit meiner. Der Johannes, der Schlagzeuger damals in meiner Band. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, dann bin ich noch Rad gefahren, der Skater. Dann haben wir zusammen die Skatehalle gemacht und abends saß ich im Büro und dann stand ihm Johannes sein Schlagzeug. Dann fing ich an, auch noch Schlagzeug zu spielen. Der kam irgendwann rein und wollte einfach seine Ruhe haben, riss die Tür auf und sagt, hörst du denn eigentlich niemals auf? Ja. Und ich wusste gar nicht, wovon er redet. Ja, weil ich hatte gerade Bock, Schlagzeug zu spielen. Der sagt, Junge, wo nimmst du eigentlich diese gottverdammte Scheißenergie her? Ja. Und man merkt das manchmal selber. Ja. Da fällt mir eigentlich noch Obelix ein, der als kleiner Junge in den Zaubertrank gefallen ist. Ja, genau. Ja, aber der kann halt auch den Hinkelstein tragen. den Hinkelstein schaffe ich nicht, muss ich dazu sagen. Ja, aber auf eine andere Art und Weise ja dann doch mal kurz Schlagzeug zu spielen. Nee, ich habe einen großen Bewegungsdrang. Ne? Du siehst das ja auch manchmal, dann komme ich ja sonntags morgens. Dann stehe ich um 6:45 auf, um 8 Uhr Wakeboard fahren zu gehen auf irgendeinem See, wo jeder normale Mensch denkt, Alter, du schießt ja jetzt nicht ernsthaft sonntags um 6:30 auf, um im Oktober Wakeboard fahren zu gehen. Ja. Allein der Gedanke, jetzt draußen barfuß rumzurennen, regt mich schon auf. Das geht es wahrscheinlich. Und, aber das sind dann Gleichgesinnte. Wir sind immer so 20 Leute, die Bahn mieten. Und Stillrut der See ist ja da auch zum Beispiel entstanden. Eben, das hat auch, wieder. Hat auch wieder seinen Sinn und Zweck. Aber ist es denn dann für dich einfacher zu wissen, dass da noch ein paar andere Verrückte dabei sind, die auch barfuß im Oktober durch die Gegend rennen? Du machst dir die Gedanken dann einfach nicht, weil man ist dann unter sich, sage ich mal, und da fällt es nicht. Wie funktioniert es? Dann ruft ihr euch gegenseitig an? Es gibt eine WhatsApp-Gruppe und wir haben jetzt schon wieder fürs ganze nächste Jahr die Bahn gemietet. Aha. Jedes zweite Wochenende, sonntags von 8. Also wir legen dann zusammen und mieten die fürs ganze Jahr komplett. Das ist deine Art der Entspannung, schätze ich mal.
Das ist ja positiver Stress, ja, also ja. Bewegung, Sport, Kopf freikriegen und so weiter. Ne? Aber manchmal wirkt das auf andere Leute, als wäre ich wie so ein Flummi, der die ganze Zeit durch die Gegend springt. Vielleicht bin ich das auch für andere, weißt du, aber Kopfkriegen, ja. Aber die Mischung, die macht es eigentlich, glaube ich. Das ist es. Ne? Und so andere Leute sagen, nö, ich komme mal zur Ruhe, setze mich jetzt dann hier aufs Sofa. Mache ich allerdings auch, ja. Ja. Ich verbringe auch viele Abende, ja, mit auf der Gabi dann auf dem Sofa. Und dann ja, da musst du auch mal runterkommen. Ja, ansonsten ständig Adrenalin ist auch nicht gesund. Nee. Ne? Nö. Ne? Ja. Aber ja, gut. Pass auf, was habe ich noch mitgebracht? Aber wir waren bei RLS-Syndrom und Restes-Neck-Syndrom. Und dann lassen wir das einfach mal laufen. Ja, würde ich auch sagen. Und los geht's. Mit den Beinen übereinander. Genau. Besieged by an uncontrollable urge to move your legs at night time? Feel like insects are crawling around your calves? You may have restless leg syndrome. Restless leg syndrome, or RLS, is quite common. RLS is generally characterized by unpleasant sensations in the muscles of the lower legs. Legs to start flying around and nothing happening, no flying legs or jerking legs. My restless legs is gone, muscle cramps are better. The condition gets its name from the agitated pacing and leg jiggling. RLS was first described in 1672 by the English physician Sir Thomas Willis. He wrote about people who experienced leapings and contractions of legs. Unpleasant sensations of restless legs have been described as a creeping and crawling or a deep-seated burning in the muscles.
symptoms are exacerbated by another condition called periodic limb movements of sleep, or PLMS. For this reason, RLS is often referred to as a sleep disorder. Glaube ja auch ein Ziel von dir, einen Endomunk zu erkennen, der dahinter steckt. Ich kann gar nicht sagen, ob ich da so jetzt wirklich so ein Ziel verfolge. Nur wenn man jetzt alleine anfängt, Musik zu machen, fällt man natürlich immer wieder auch in gerne in die alten Themen zurück. Ja. Na, das hat sich natürlich geändert seit den 90er Jahren. Da habe ich früher ganz andere Sachen gemacht. Dieses Phobos-Projekt war wieder anders. Aber im Moment stehe ich halt auf diese flächigen Sound, alles, was ja so ein bisschen einlullt, so ein bisschen... Nannte man früher Trance übrigens, das, was einen einlullt. Ja, aber dieser hektische Elektrobeat, der passte dann zum Beispiel jetzt in dem Fall eigentlich nicht so wirklich dazu. Nee. Aber diesen Kontrast fand ich halt gut. Es ist im Grunde genommen ja oft auch Musik, die man selber gerne hört. Weil sonst würde man sie ja nicht machen. Irgendwo im Kopf. Ja, das man könnte auch nichts machen, was ich selber nicht gerne hören würde. Genau. Es ist ja aber auch immer schwer, jemandem, der jetzt selber nicht Musik macht, diesen Prozess zu erläutern, wie sowas eigentlich entsteht und dass es tatsächlich ein Prozess ist. Es fängt mit einer Idee an und dann, es gibt auch Stücke, die hörten sich in der ersten Version ganz anders an, als das, was am Ende nachher auf dem Album drauf war. Ja, ne? Ja. Und wie du ja auch sagst, ah nee, ich habe noch eine Idee für einen Remix. Und da habe ich noch eine Idee für einen Remix. Da habe ich auch übrigens den ersten, den schon gehört. Ne? Und hat so weiter. Hat alles Sinn gemacht irgendwie, tatsächlich, weil es halt da war.
Genau, das müssen wir auch noch machen. Wir hören mal den Monolog an, den ich ja auch, also gelockert 3 Jahre saß. Vor 3 Jahren hast du mir dieses Drum and Bass Stück von dir und von dem Cheyenne gezeigt, Monolog. Ja. Und da habe ich gesagt, das möchte ich gerne noch Technoido machen. Und das hat 3 Jahre gedauert, bis ich dann endlich soweit war, wo ich sagte, ja gut, so, dann lassen wir es nochmal laufen. Ja, das war echt 3 Jahre. Das musste doch verpackt werden können, ne, dein Monolog. Ja, es ist teilweise natürlich schwierig, weil dieser Monolog eines Schizophrenen, auf dem das basiert, war gar nicht als Stück gemeint, sondern das war ein Kurzfilm, den ich für Arte mal gemacht habe. Das ist auch schon ziemlich lange her. Ja, 2012 war das, glaube ich. Und da ging es auch um die Frage Freiheit, glaube ich. Freiheit war das Thema. Ja. Und bei dem Monolog eines Schizophrenen geht es ja auch wieder darum, woraus bestehen wir? So der Stoffwechsel und so weiter. Es gibt gewisse Prozesse, die müssen am Laufen gehalten werden. Und dann gibt es die Gedanken Evolution und wenn wir nachher auf Stephen Hawking kommen, der sagt, okay, je perfekter die virtuelle Welt wird, desto mehr müssen wir uns die Frage stellen, wer wir selbst eigentlich sind. Kommt im Monolog vor. Den Text kenne ich fast auswendig jetzt. Lass uns doch mal laufen. Technoisiert vielleicht. Nee, Technoversion. Ja, aber ein anderer Einfluss. Ne? Das ist ja auch wieder das Schöne, dass was anderes entsteht, wenn zwei sollte sich zusammentun, als wenn einer alleine vorm Rechner vor sich hin tüftelt. Ne? Wir sollten mal wirklich was gleichzeitig machen. Das wird mal an der Zeit. Ja. Manchmal wünschte ich, man könnte die Zeit zurückdrehen oder dass die Welt einfach mal kurz stehen bleibt. Viele kennen das, die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft hat sich erhöht und erhöht sich ständig weiter, auch der Druck steigt. Viele fühlen sich ausgebrannt, Burnout ist das Wort des Jahrzehnts, doch die Evolution fordert das. Es scheint der Weg zu sein, den wir zu gehen haben, doch wer sind wir? Unsere Körperzellen bestehen aus Atomen, diese Zellen sind identisch mit denen der Ursuppe auf diesem Planeten, dem alles Leben entsprungen ist. Die Einzelle dieser Ursuppe waren allesamt identisch und so gesehen Klone. Bis irgendwann lapidar ausgedrückt wohl eine Zelle zu einer anderen gesagt haben muss, ab jetzt fahre ich und du besorgst das Essen. Die DNS ist die Programmierung der Zelle und gibt vor, welche Funktion die Zelle ausübt und ob es sich um eine Haut-, Hirn- oder Leberzelle handelt. Ist das Organ fertig, schalten die Programme der Zellen von Wachstum auf Funktion und Regeneration. Nicht, würden sie ewig weiter wachsen und wuchern, das nennt man dann Krebs. Im Grunde genommen streben Krebszellen den Zustand in der Ursuppe an. Alle sind gleich und wünschen sich ewiges Leben und Wachstum durch Zellteilung. Aber der Krebs ist dumm, denn er wuchert so lange, bis der Wirt stirbt und somit auch er selbst. Unsere Körperzellen und Organe sind so organisiert, dass wir autark existieren und leben können. Deshalb sagen wir auch Organismus dazu. Die Nahrungskette geschaffen und entstanden in Millionen von Jahren der Evolution. Wir sind die Spitze der Evolutionspyramide. Unabhängige einzelne Lebewesen und bezeichnen uns daher selbst auch als Individuum. Unterscheidet ist unser Bewusstsein. Wir pflegen unser Fell beim Friseur und unsere Krallen im Nagelstudio, aber sind doch nicht mehr als die Körperzellen eines Organismus genannt Menschheit. Straßen und Versorgungsleitungen sind die Blut.
Zellen, Kommunikationssysteme, Computer und Server sind das Nervensystem und die Synapsen. Auch das Individuum Mensch wünscht sich ewiges Leben und Wachstum. Danach strebt er, wie der Krebs, und der ist dumm, wie wir wissen, doch nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick wird erkennbar, dass der Metamensch sich darüber im Klaren ist, dass dieser Planet irgendwann unbewohnbar sein wird, denn er strebt danach, ihn zu verlassen. Die Geschwindigkeit der Gesellschaft ist der Puls des Metamenschen, und der erhöht sich, weil immer mehr Energie bis in die Blutgefäße in Form von Straßen, Schienen und Kanälen gepumpt werden muss. Immer mehr Daten jagen durch sein Nervensystem, um für immer mehr Konsum zu sorgen, welcher Raumfahrtprogramm mit Energie in Form von Kapital versorgen soll. Er schafft virtuelle Welten, die so perfekt sind, dass wir uns fragen müssen, was Realität eigentlich ist. Und je perfekter die virtuelle Welt wird, umso mehr drängt sich die Frage auf, wer wir selbst sind und wer bei uns am Joystick sitzt. Sind wir nicht mehr als die Sims oder Second Life in der perfektesten Form und nichts anderes als die Truman Show der Götter an kosmischen Spielkonsolen, oder sind wir dabei, uns vom Geschöpf zum Schöpfer zu entwickeln? Bedeutet das, was auf uns zukommt, Game Over oder Next Level? Motzende 303, das bist du. Weil du ja zum Schluss des Monologs ein bisschen aggressiver wirst und das nochmal so richtig rausschreist, und quasi die 303 ist quasi das weiterführende Motzen von dir. Ah ja. Also sogenanntes Bellen. Bellen. So stelle ich mich denn, habe ich mir dich dann vorgestellt, wie du da rummotzt weiter im Hintergrund als 303. Ja. Es ist ja im Grunde genommen, also das Stück hat ja auch einen Spannungsbogen, das Original, und zieht ja immer mehr an am Ende, ne? Genau. Bis ich dann wirklich, wo es um das Nervensystem des Metamenschen geht, wo man sich die Frage stellt, okay, wir sind alle vernetzt heutzutage, über Rechner und so weiter. Das hat sich ja viel geändert in unserer Gesellschaft, was die Kommunikation angeht. Die gab es früher in der Art nicht. Und sich zu sagen, okay, der Blutkreislauf transportiert Stoffe von A nach B. Ja. Das machen die Straßen, die Schienen. Und manchmal und so weniger, wie in meinem Fall momentan. Ja, gut, aber grundsätzlich immer noch genug, dass du nicht umkippst und ohnmächtig wirst. Wir können uns noch unterhalten. Und immer wieder spüre, ja. Aber es ist faszinierend, ja, und das ist unterbrochen, und dann funktioniert der Mensch nicht mehr. So, ja. Ja, zumindest der Teil. Ja, aber das ist natürlich alles, geht über die Wirbelsäule. Das ist quasi dein Bussystem, sage ich mal. Ja. Man kann ja viele Analogien zu einem Computer herstellen, letzten Endes auch, was das Betriebssystem angeht und die aber Festplatte. Ist nicht logisch, dass so ein Computer, der vom Mensch erschaffen, dann doch auch Parallelen zu dem selben? Nee, ich glaube eher, es ist ein physikalisches Grundprinzip, deshalb kann es nicht anders sein, weil, es wird dich erstaunen, aber die Zellteilung des Embryos verläuft nach dem gleichen mathematischen Prinzip wie zum Beispiel die Massenspeicherschritte. Also es ist 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Und wenn du dir diese eine SD-Karte holst oder so weiter, über die, die Schritte sind die gleichen, weil es eine Potenz ist, ganz einfach. Okay. Ja? Ganz einfach. Eine Zelle teilt sich einmal, dann sind zwei, wenn zwei sich teilen, sind es vier, wenn vier sich teilen, ne? Und so geht das immer weiter. Und so ähnlich ist das bei den Bits und Bytes
auch. Aber ich glaube, dass im Grunde genommen alles, was aus Materie besteht, ja. Ich habe so geile Überleitungen heute, weil ich bin selber überrascht. Lass ich dich auch einfach, dich nicht mehr einfach lassen. Das war aber jetzt nicht so geplant. Ja. Aber es besteht alles irgendwie aus Materie. Dein Körper, dieses Mikrofon, in das ich reinspreche, der Lautsprecher und so weiter. Ne? Oder wie bei Wires, Materie ist aber nur erstarrte Energie. So, und wenn ich jetzt den Wind, die kinetische Energie des Windes durch ein Windkraftrad in Strom umforme, der über die Steckdose in meinen Synthesizer kommt, ich einen Ton generiere, über die Lautsprecher, über mein Trommelfell in mein Gehirn transportiere, ist es laut Energieerhaltungssatz immer noch die gleiche Energie. Okay. Ja, aber sie ist transformiert worden in etwas anderes. So. Okay. Und das sind so physikalische Prinzipien, die mich so jobmäßig oder vom Interesse her auch immer unheimlich interessiert haben. Ich hab ja auch mit Mathe und Physik in der Schule angefangen. Ich habe Physik aber nachher sein gelassen, auf Sport geswitcht. Da war ich dann doch zu faul für. Ja. Ne? Da war aber dann der Bewegungsdrang auch schon rudimentär vorhanden. Ne? Aber trotzdem dieses Beobachten oder Rückschlüsse ziehen, das mache ich halt schon sehr gerne. Also auch im Urlaub, so andere Leute sitzen am Strand, gucken aufs Meer raus. Ja, das habe ich mir auch vorhin vorgestellt, wie du wohl im Urlaub funktionierst. Also ob du tatsächlich. Ich funktioniere total super, aber das Gehirn läuft halt, ja. Ja, ich sitze am Strand und zähle Wellen. Ne? Ich habe da meine Ex-Freundin mal tierisch mit zur Weißglut gebracht, weil sie nicht immer anstupst und sagt, aber ist irgendwas. Und ich sage, nee, ja, ist gut. So. Deshalb die Ex-Freundin, also das Ex-Freund. Nee, das hat andere Gründe, aber ich sage, nee, es ist nichts. Ne? Also dann irgendwann war was, weil ich mich gestört fühlte. Aber im Grunde genommen, bei Ebbe und Flut verhalten sich die Wellen anders. Es bilden sich sogenannte Interferenzen, ja. Und dann die kannst du zählen. Drei kleine Wellen, eine große. Aha. Ne? Oder zwei kleine, eine große, ja. Drei, weißt du? Okay. Und diese Wellen, die du surfen kannst, ja. Dass immer eine große dabei ist, die du dann catchen kannst, die du fahren kannst. Ja. Der Surfer, der fühlt das, der Mathematiker kann das tatsächlich berechnen, theoretisch. Wasser ist jetzt viel zu chaotisch. Aber Materie bewegt sich nach physikalischen Grundgesetzen. Ja? Und wir sind aber schnell beim Herrn Heisenberg und auch bei seinem Zögling, den ich für diese nächste Nummer gesampelt habe. Wo, also ein sehr guter theoretischer Physiker, der mit schon einer fast philosophischen Betrachtungsweise an das Thema Materie rangeht, was ich wieder mit Musik unterlegt habe. Und das ist der? Hans-Peter Dürr. Okay, den haben wir auch schon. Ist leider 2014 gestorben. Gibt ganz berühmte, ganz geile Vorträge aus Hörsälen. Er holt auch gern weit aus, ja. Okay. Man muss sich die Zeit nehmen. Euch dann wieder? Ich hätte nichts dagegen. Also der ist auch ein echt lustiger Zeitgenosse gewesen. Ja. Ne? Der hat auch schon mal echt ein paar derbe Witze rausgehauen. Also ich glaube, wenn man so weit ist wie solche Personen, da geht es ohne Humor irgendwann auch gar nicht mehr. Also dass man ganz humorlos ist, ist fast unlogisch. Geht einfach nicht. Nee, weil ja manchmal die Erkenntnis auch einen dazu bringt, dass das Leben an sich eigentlich auch völlig sinnlos ist. Ja, so gesehen, ja. Nee, so, weißt du, so, du bist eigentlich ein Klumpen Urschlamm. Ne? Ja, aber der hat also sich halt netterweise so organisiert. Klumpen Urschlamm, wie geil ist das denn? Das müssen wir aufschreiben. Nee, also deine Körperzellen sind im Grunde genommen alle identisch, aber jede Zelle hat durch die DNA oder DNS, je nachdem, ob wir uns jetzt in Deutschland der USA bewegen, quasi entschieden, wir spielen Leber. Okay. Und die anderen spielen Niere. Das ist aber grundsätzlich, aber die Körperzellen unter dem Mikroskop betrachtet sind eigentlich alle gleich, aber die sind anders organisiert. Klumpen, im Zellhaufen. Und wie lange geht das Stück, was wir jetzt hören? Ich weiß es nicht. Weil dann 54 ist quasi die Sendung zu Ende, dann können wir quasi damit Schluss machen oder kommen wir dann noch zurück? Genau, machen wir damit Schluss und dann bringe ich die anderen Stücke das nächste Mal mit. Genau, haben wir schön weggequatscht sozusagen. Ja, das war doch klar. Soll auch so sein, das habe ich auch so angekündigt, Gottes Willen. Alles andere wäre, man hätte die jetzt mit Musik zugemüllt, einem Radiosender, das wäre ja fürchterlich. Ja, aber im Endeffekt geht es ja beim Radio und so weiter, ja, trotzdem darum. Um Informationen. Aber es hat natürlich schon, es gibt immer irgendwie einen Anlass, warum ich irgendwas mache. Also ich merke das auch immer erst hinterher. Weißt du, weil, vorher ich hast du halt vorher, weil ich habe das den Banner gemacht und da stand es dann mit drin. Ja.
Also der interessante Aspekt ist ja, ich habe ja viele Bücher auch gelesen von Stephen Hawking und so weiter, wo man sich fragt, kann Geist Materie formen? Ne? Die meisten sind im Sinne von Telekinese, aber wenn eine Idee entsteht im Gehirn, die es vorher noch nicht gab, die nie jemand gehabt hat, dann ist dort eine Synapse gewachsen und viele Wissenschaftler forschen danach, wie kommt es eigentlich dazu, ne, dass neue Dinge entwickelt werden. Das ist natürlich ein Prozess aus Beobachtung von verschiedenen anderen Sachen, die Kombination zu, da bauen wir jetzt was Neues draus. Mhm. Aber wie das physikalisch im Gehirn funktioniert, weil das ist ja wirklich ein Klumpen Fett. So ein Gehirn ist ein Klumpen Fett. So schlecht ist, ja, ja, schon klar. Ja, nee, ist es. Ja. So, der hat eine extrem hohe Oberfläche, ja, und ist ziemlich komplex. Ne? Ja. Und alles, was dir aus der Hand rutscht, ist Fett. Genau. Also im Ende, wenn man es darauf reduziert, ist es einfach nur relativ viel Wasser drin im Gehirn. Der Rest ist ein Klumpen Rohrschlamm. Genau. So, jetzt Materie von Endemong. Eigentlich einer, der wirklich ganz eingestiegen ist, die Materie zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das wollte ich machen. Wirklich wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und nachdem man das 50 Jahre gemacht hat, sagen die Leute, ja, und was ist rausgekommen? Was ist das Eindrucksvollste? Wie gesagt, das Eindrucksvollste ist das, was eigentlich von Anfang an immer schon da war, und dass es die Materie gar nicht gibt. Also uns gibt es nicht. Uns gibt es schon. Die Materie gibt es nicht. Ja? Und dann sagen alle, mein Gott, dieser arme Kerl hat 50 Jahre hingehängt für etwas, was nicht existiert. Nicht reingeht. Aber in Wirklichkeit ist, wie wenn man zwei Ladungen hat, die sich abstoßen. Oder wenn ich zwei Magnete habe, da gehe ich die auch nicht zustande. Es kann keine Materie, die den Abstoß da macht.
an etwas, was sie sowieso schon verstanden haben. Und dann sagen sie, ja, ich verstehe den Kerl, aber nur aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. Und diese eigene Erfahrung ist eigentlich eine gemeinsame Erfahrung im Hintergrund, ja. Ein großer Denker, den du da hier wieder zitiert hast, musikalisch. Ja, ich finde auch mein Bildungsauftrag, nein Quatsch, also solche Leute interessieren mich durchaus, die auch gedanklich Grenzen überschreiten. Ein gewisses Grundverständnis für Physik und Mathe muss man wahrscheinlich mitbringen oder eine Begeisterung, sage ich mal, grundsätzlich. Ne? Und aber ich könnte mir Vorträge von denen auch 10-mal anhören und ich finde immer noch mal was Neues, wo ich denke, aus der Perspektive habe ich das so gar nicht betrachtet. Ja. Und es gibt so viel geiles Zeug in dieser Welt, alles, was es noch zu entdecken gibt. Du lässt es ja auch andere teilhaben, indem du es auf LPs bringst und das ist Teil von deiner neuen Endomonk. Genau. Hat die schon einen Titel? Gesamttitel? Transzendenz. Transzendenz, aber mit. Ja, aber es ist aber Dance. Mit Zen und Dance. Dance. Also Transzendenz. Okay. Also da kommt der Buddhismus ein bisschen mit rein. Also okay. Wir gehen. Es wird wahrscheinlich stellenweise, wie das hier ist, relativ monoton, ist relativ langsam und so getragen. Aber. Einlullend. Ich kann das jetzt nicht anders beschreiben. Ich sitze dann da vor meinem Rechner und das ist so auch gemütlich, sag ich mal. Ne? Bildung darf ja nicht interessant sein, das muss ja einlullen. Ja, aber ich mache das ja nicht wegen Bildungsauftrag im Grunde genommen. So am Anfang hast du natürlich diesen Beitrag, der ist 2 Stunden lang. Da habe ich viele Passagen, die ich gerne mal nehmen möchte. Mhm. Versuche Blöcke zu. Das ist jetzt ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Sätzen, die er gesagt hat. Und den Zwischenmoderator lasse ich meistens weg. Versuche dem Ganzen so einen roten Faden zu verleihen, dass man weiß, was ist eigentlich dieser Grundgedanke, den er da verfolgt. Nämlich, dass Materie, also je tiefer man reingeht in die Strukturen der Materie, ist irgendwo der Punkt erreicht, wo sie sich auflöst. Eine Heisenbergsche Unschärferelation, damit das was dann auch sein. Ich will kein Langweil. Ein gutes Schlusswort.
besagt, dass ich sag mal, Ort und Impuls zur gleichen Zeit nicht zu beobachten sind. Also das Teilchen hat seine Funktion als Teilchen, solange es in Bewegung ist. Mhm. Wenn du versuchst, es zu einem Zeitpunkt X einzufrieren und zu beobachten, verschwindet es, ja, weil es seine Eigenschaft als Teilchen verliert. Und wir haben viel Geld ausgegeben in CERN, wo Wissenschaftler nach diesem Gottesteilchen suchen und sagen, so, was ist eigentlich die Grundformel, die das alles zusammenhält? Wir verstehen das alles nicht. Und ich finde, das sind interessante Zeiten, in denen wir leben, ich sag mal, wo so jedermann sich quasi über die Medien auch mit diesem Thema auseinandersetzen kann, ja, was früher ja irgendwelchen Elite-Unis und so weiter vorbehalten war. Ja. Und es ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite im Moment ein bisschen beängstigend, weil es, wenn es in die falschen Hände kommt, auch immer wieder zu ganz schlimmen Situationen führt. Ja. Das haben wir alle gelernt. Wollen wir hoffen, dass dies alles einem friedlichen Zwecke dienen wird. Und dass so. Wir uns am 25.09. wieder treffen können, ohne dass was passiert in der Zwischenzeit. Ich freue mich genau, schon drauf. Hoffen wir. Wann ist eigentlich Wahl in den USA? Ach ja, du meinst, wann zum zweiten Mal der gewählt wird? Ich weiß es nicht. Manchmal. Oh je, wieder so ein Thema. Ich weiß schon, dass wir auf jeden Fall nächstes Mal nicht nur 2 Stunden ansetzen. Und glaub mir, das reicht bei uns beiden sowieso nicht. Und die Leute wollen das auch gar nicht, nur 2 Stunden. Na gut. Nächstes Mal gibt es ja auch mehr zu erkunden, im Grunde genommen. Musikalisch auch noch. Genau. Gut, dann alles darf klar. Ich mich bedanken bei dir, dass du in deinem Haus vorbeigeschaut hast. Ja, nee, ich habe zu danken für die Einladung. Ich bin aber froh, wenn überhaupt jemand kommt und sagt, alles, wir wollen dir zuhören. Und ich weiß, dass unsere Hörer das wollen. Danke für diese Sendung und wir hören uns spätestens nächste Woche. Jetzt geht's weiter mit The City of Drums Radio Show, live natürlich von und mit Tom Lamer. Tschüss, das war Europol Update, danke. Ja, tschüss. Und Frank Endo, wie du auch immer heißen magst. Karl-Heinz. Ciao.